Spielwert, was geht heute? Ein Interview mit dem Ozzy. Ich habe so einige Leute gefragt, warum eigentlich 13 Arten irgendwas zu machen, 13 Dinge, 13 Sachen, irgendwie irgendwas. Und ganz wichtig an dieser Sache ist, ich fand die 13 ist eine verdammt geile Zahl und das Lustigste überhaupt, der Ozzy findet nämlich auch, dass 13 eine verdammt lustige oder coole oder gefährliche Zahl ist, wie auch immer. Und das Krasse ist, der Ozzy hat verdammt viele Tattoos mit einer 13 drauf. Oh ja. Kannst du aber, wo hast du das überall drauf? Also ich habe einmal die beiden an der Handkante, die ergeben zusammen die 13. Haben wir, glaube ich, im Video sogar drinnen, ne? Genau. Ja. Einzeln fragen mich immer die Leute, warum hast du eine 3 und warum hast du eine 1? Das ist auch geil. Die ganz dumm fragen immer, her, 31. Ah. Aber, ne? Ja, dann habe ich eine hier unten. Die hat mein bester Freund mir mit einem Gipsarm gestochen. Mit einem Gipsarm. Das war ziemlich awesome. Dann habe ich eine, zeige ich gerade mal, auf dem kleinen Zeh, das war die allererste, auch auf dem großen Zeh. Die 1 ist leider gut weg, weil es halt eine Stelle ist, wo es nicht so gut hält. Aber die wird irgendwann nochmal nachgestochen. Ja. Dann habe ich eine hier unter dem Kinn. Ist oh, jetzt ein bisschen Bart drüber. Ja, das sieht man, kann man erkennen. Ja, das ist gut. Und dann habe ich noch eine hier am Hals über der Rose. Yeah. Krass. Ja, das waren bisher meine 5. Und am jeden Freitag, den 13. kommt eine dazu. Das ist voll heftig. Ich weiß noch nicht, was und wie und welche die nächste sein wird und wo. Aber das lasse ich mir spontan einfallen, denke ich mal. Oder wenn ihr coole Ideen habt, immer her damit. Ich weiß ganz genau, was da kommt von ja, ganz ich vielen. Weiß auch eine Menge, deswegen sage ich schon mal vorab, es kann auch gut sein, dass ich gar nichts davon nehme. Ja gut, krasse Geschichte, krasse Story, krasse 13 überall. Und dann würde ich sagen, ciao, bis zum nächsten Mal. Ozzy, hast du noch ein Schlusswort? Tschö. Das ist gut, ich sag auch ein Schlusswort. Pommes, Fritten, Fliegen gerne, flach übers Land. Das ist Cookie Beat 2. Ciao, bis zum nächsten Mal.